Hallo. Hallo. Arbeitslosigkeit. Eine nicht heilbare Krankheit. 5 Jahre. Ist Gott sei Dank vorbei. Wollen wir wieder Alarmglocke drücken? Frieden, Frieden, Frieden. Frieden für die Welt. Frieden, Frieden, Frieden. Frieden für die Welt. Mach's noch aus, dann gehst du schlafen. Ich muss bloß mein Tag. Und tschüss. Gras und die Wiese und das Gras. Das Gras und die Wiese und das Gras. Lied aus. Du riechst so gut. Du riechst so gut. Es steigt dir am Ort. Glaube. Der Glaube bewegt manchmal Berge. Gewinnt man mit der Zeit. Sehr, sehr wichtige Sache. Unwichtig. Ich nehme auch keine Rücksicht. Ach Gott, jetzt. Ein bisschen langsamer. Das geht nicht so. Wir treffen hier Car Away. Ich habe kein Wort verstanden. Dann ging es um immer fein. Und ich dachte, ist es fein? Ist es fein? Du wolltest aber Geld haben. Und Do you remember your first kiss? Yes. How old were you? I was first grade. And her name was Martina. And she didn't want to kiss me, but I kissed her anyway. I loved it. It was like among, because I grew up like on a farm, and I was among cows. Okay. Very romantic. Sollte einen großen Brechen sein. Ich hatte Angst, dass du gleich den Ohnmacht fällst. Glück auf! Lidl, 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 Lidl. Halbe Tempo! Ist falsch! Luxe! Der stimmt! Echt? Mach mal ein bisschen Tempo kurz! Domina. Domina. Tja, warum nicht? Nicht mein Thema. Ich kenne eine. Ist nicht mein Fall. Paul? Paul, Paul, Paul. Welche Stimme höre ich? Beide? Wir spielen jetzt etwas langsamer als früher. Also streng ich so an, ja, auf die alten Tage. Hallo, hier ist Paul von Rammstein. Opa. Also ich glaube, wenn ich 40 bin, dann gehe ich wieder in die Oper, weil ich meine ganze Kindheit dort verbringen musste. Würde ich gerne mal hingehen? Oh Gott, Oper. Gibt's sehr schöne und gibt's auch ganz tolle scheiße Oper. Ladies and gentlemen, we're finally in Baku with this beautiful man. Respekt.
Man sollte vor jedem Menschen ein Stück Respekt haben. Verliert man mit der Zeit? Ist eine gute Sache. Wichtig. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erzähl doch. Wie wir uns kennengelernt haben, also... Soll ich mal anfangen? Ja, fang gut an. Okay. And what about your first live performance with Rammstein? That was, I think, which, you know, I remember correctly, it was in a town, Leipzig. I forgot the name. I just remember that we were really different because the music was quite hard and fast, but we wouldn't move at all. And our singer, he wouldn't say anything. And he only had like two firecrackers on left and right because he was so bored on stage that he would light up those firecrackers. But Todesstrafe. Überflüssig. Wenn jemand mein Kind vergewaltigt, würde ich sagen, ja. Wenn ich nicht involviert werde, würde ich sagen, nein. Ich bin gegen die Todesstrafe. Finde ich ja gut eigentlich. Für das Video mussten wir uns kleiner machen lassen, weil Schneewittchen ist ungefähr 1,90. Und da wir als Zwerge ja sein müssen... Ja. Paul musste ein bisschen größer gemacht werden. From the US wants to know, what can we expect from your new live show? Two dildos instead one. Also bin und war damals, also vor 10 Jahren, auch irrsinniger Fan von Rammstein, von der Band. Ich hoffe, du bist da einer. Natürlich. Wunderbar. Kannst du kochen? Nein, ich kann nicht kochen und ich mag keine Kochsendung. Ich will auch hier nichts machen. Ich will ja auch nicht Kartoffeln schälen. Musst kann ich vielleicht gar machen. Nichts. Kannst du vielleicht einfach mit uns kochen? Ja, okay. Ja. Treue. Schönes Wort. Schönes Wort, aber ich würde sie gerne haben. Treue ist eine wichtige Charaktereigenschaft. Für mich auch sehr bedeutungsvoll. Jein. I took a look at your lineup, and since 1994, that's 25 years, the lineup didn't change. Yeah. What's your secret for the group dynamics? Talking. Really? Yeah. Communication. Talking, you know. Okay. Very. I mean, and we have like once a week we go together, like to a psychiatrist, and we talk about problems and how to deal with our problems. How we really? Those problems. Yeah. Okay. Yeah, you really have to work on that, otherwise, you know, you're not gonna make it. Okay, it's I can like understand. You know, I mean, you know, yeah. It's like a marriage. It's a marriage without sex. And that's the problem. It's a marriage. It can solve a lot of problems, yeah. We so with us, it's different. We need talking even more than other couples. Okay. Fehlte noch Flake, der Keyboarder. Den haben wir dann mühselig überreden müssen, weil er wollte bei Rammstein nicht mitspielen. Weil ihm zu doof war, war ihm zu stumpf und zu langweilig und zu streng. Und wir wussten aber, wir brauchen A, einen Keyboarder und B, einen Mensch, der so ein bisschen dagegen hält. Gulasch ist, musst du ein Löffelchen Zucker drin machen, dass der Gulasch gut schmeckt. Wisst ihr, war Flake. Und man sagt, Mensch, Flake, Mensch, mach doch mal mit. Sind wir 6 oder sind wir 5? Und er hat immer nicht geantwortet. Der hat eigentlich bis heute noch nicht geantwortet. Yeah, for sure. So this was vinyl you had at the Alice Cooper record. Definitely, yeah. You guys still collect vinyl today? No. Clint hat den nämlich angehabt und haben sie im Sack eingeklemmt dabei. Die siebte Penis auf Donald Sutherland. Das ist so. I didn't do it, my boss did. His my boss did. So, und dann hat. Der erste Sex. War richtig gut. Habe ich mit 18 genießen dürfen. Oh, schon ziemlich früh, mit 13,5. Hatte ich mit 16 auf einem Heuboden. Sieht noch aus. Kannst du das noch? Nee, das war geil. Das war die Stimme. Das hast war gemerkt, geil. Ja. Das war nur ein. Das war. Du Ton kriegt das schon noch aus, oder? Ja. Angeber. Angeber. Mach doch. Na, nicht so.
Also ich konnte mal ein bisschen Trompete spielen, aber Horn. Na, mehr geht nicht. Also round ich könnte mich hier einladen, jetzt habe ich dein Horn voll gesabbert. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir einfach so. Ah, siehst du gleich taub alle. Weil meine Frau und ich so gern sind. Doch dann schöne ich noch nie. Und stopp. A lot of Benson. He's a machine. He's playing for 8-10 hours a day. He's really like a drum machine then. He's a drum machine. Fucking drum machine. Yeah. You use that wonderful voice of yours to say in German, Sophie, du geile Schlampe? I would never say that in German. It's so rude. I'm a very gentleman, you know. I could say it in English. Okay. What's your first name? Sophie. Sophie, you holy bitch. Oh, that's a translation? Kind of, yeah. Okay. But die erste Droge. War krass, war lustig, haben wir ganz viel gelacht. Und es war ein Bier in der 10. Klasse. Mit 9 hat mir mein Vater einen Clan eingeschenkt und den musste ich runtertrinken. Das heißt, ich habe ihn gefragt danach und er gab mir das und sagte, du trink das denn auch. Und es war nicht so schlimm. No, I'm not. No. No, ehrlich nicht.